Bonjour, es geht jetzt weiter mit dem fünften Tutorial dieser Reihe. Wir schauen jetzt Tag 23 bis Tag 31. Wieder diese Takte in zwei. Die linke Hand fängt sehr tief an und zwar hier im Keller, kann man wirklich sagen. Also wir haben eine Oktave auf Fis. Also vielleicht muss ich noch die Mitte zeigen. Also das ist jetzt nicht das erste Fis, sondern das nächste mit dem Daumen und dann noch eins tiefer. Also Oktave Fis und noch der zweite Finger auf Cis, also mit der Quint. Dann im nächsten Takt gehst du höher, hier auf Eis. Das ist die Taste von F. Also Eis, Eis oder F und in der Mitte Cis. Dann kommen wir zum Fis, diesmal nur eine Oktave, Takt 25, Dis, Cis, His, also H mit Kreuz, die Oktave und Gis in der Mitte. Noch einmal den Akkord auf den vierten Schlag und dann Cis, Cis, Cis mit Gis in der Mitte. Und jetzt gehen wir wieder im Keller. Fis. Und jetzt, vielleicht kennst du das gar nicht, das sind Kreuze neben dem F, aber keine üblichen Kreuze wie unser Kreuz in der Musik, sondern irgendein komisches Kreuz. Das ist ein Doppelkreuz. Das heißt, F wird doppelt erhöht. Also wir kommen auf G. Also, damit du verstehst, warum es überhaupt nicht gleich G geschrieben ist, das hat alles mit Harmonien zu tun. Das wäre jetzt sehr kompliziert zu erklären, aber harmonisch ist es ein Fis, wie man das nennt, und nicht ein G. Aber du spielst einfach G mit seiner Oktave. Jetzt mache ich nochmal diese Takte und ich zähle mit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die rechte Hand. Die fängt auch ziemlich tief an. Und zwar bei diesem Fis, da ist die Mitte, also das nächste Fis hier unten. Wir werden da drei Fis gleichzeitig haben nachher. Also wir haben jetzt Fis Moll Akkord, Fis A, Cis und das, das tun wir umkehren. Jetzt habe ich das Wort. Das kehren wir um. Wir nehmen jetzt den Fis oberhalb und noch einmal umkehren und dann beim vierten Schlag mit der Oktave. Also das erste Akkord hast du Fis A Cis, das zweite A Cis Fis, das dritte Cis Fis A. Ja, da nehme ich der dritte Finger. Und jetzt mit der Oktave Cis, Fis, A, Cis. So, jetzt zerlege ich das. 1, 2, 3.
ganz am Anfang Fis als Melodieton und am vierten Schlag, beim vierten Schlag haben wir Cis und noch ein kurzes Cis am Schluss. Noch einmal. Eins, zwei. Takt 24 haben wir dieses Akkord. Cis, Gis, H, Cis. Und die unteren drei Noten werden wiederholt. Und noch einmal. Und jetzt noch einmal mit dem Cis oben. Und ein kurzer Melodieton am Schluss. Ich zerlege das. Eins, zwei. Es ist jetzt nicht wirklich und, aber ganz kurz davor. Melodie nicht vergessen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Das müssen wir dann heraushören bei diesen Takten. Ich spiele nochmal diese zwei Takte, Takt 23 und 24 und dann versuch mal das herauszuhören. Zum Takt 25. Wir haben Cis, Fis, A, Cis. Die drei unteren werden wiederholt. Dann bewegt sich die Oktave ein Halbton tiefer. Wir kommen auf Chis. In der Mitte bleiben Fis und A gleich. Und wieder die Oktave zurück zum Cis. Die mittleren Töne bleiben wieder gleich. Nochmal das. Eins, zwei, drei, vier. Ich zerlege das. Eins, zwei, drei, vier. Nächster Takt. Wow, da müssen wir wieder strecken. Wow, für mich auch recht streng. So, wir haben dies, fis, dies, dies. Und dann die unteren drei wiederholen sich und noch einmal das ganze Akkord. Also, eins, zwei, drei, vier. Takt 27. E, Gis, Cis, E. Jetzt die unteren drei wiederholen. Dann, was haben wir da? Auf dem dritten Schlag. Dis, Fis, A, Dis. Und auf dem vierten Schlag nochmal was anderes. Cis, E, Eis, Cis. Also das sind, wenn man das erste Mal das spielt, wirklich ungewöhnliche Harmonien. Und das muss man schon üben, dass man das wirklich im Ohr hat. Also auf 1, 2, 3, 4. Ich zerlege das. Und nicht die Melodie vergessen. E, dies, zis. E, dies, zis. Jetzt beide Hände. Wir fangen wieder im Keller da unten beim Fis. Takt 23. Eins, zwei, 24. Jetzt zusammen. Angekommen
am Ende von unseren 5 ersten Takte. Jetzt schauen wir weiter. Takt 28 mit der linken Hand. Wir sind jetzt beim Gis. Also wir hatten vorher Takt 27 Fis, Fisis. Und jetzt kommt es Gis, Takt 28. Noch einmal, noch einmal, noch einmal. Also nur Gis in der linken Hand. Puh. Die rechte Hand jetzt. Oben hat sie immer andere Töne. Und die 2 Achteln danach sind immer diese 2. Also Hiss und Dis. Immer Hiss, Dis dazwischen. Also Hiss oben, die 2 Achteln unter. Jetzt oben Dis, die 2 Achteln. A, die 2 Achteln. Fis. Also wenn man das in Akkorde spielen möchte, dann spielt man so. Die erste Achtel ganz am Anfang gehört eigentlich nicht zur Melodie, aber erst hier wirklich ist es wichtig. Das ist reine Füllung. Jetzt haben wir ähnlich im nächsten Takt, Takt 29, jetzt haben wir diese 2 wieder als Füllung. Dieses Mal nimmst du aber der 2. und der 4. Finger. Also wieder Gis und Dis. Und jetzt haben wir die Melodie Gis, A, Fis. Nochmal diese 2 Takte. Takt 29 musst dir keine Gedanken machen, dass du die Pause spürst. Das kommt einfach gleich nach der linken Hand. Die linke Hand macht die Achtelnote. Achtelnote bleibt einfach nur liegen. So, dann haben wir Takt 30. Erste Achtel ist auf E hier unten. Da ist die Mitte, also richtig tief. Dann gehst du mit dem Daumen auf dem nächsten E eine Oktave höher. Dann Gis und diese 2 Töne werden unsere Füllung sein. Also Sis, Füllung, E, Sis. Noch einmal das. 1, 2, 3, 4. Wichtig ist Takt 31, dasselbe hier unten, also dasselbe wie hier, sondern nur eine Oktave tiefer. Sis, E, Sis. Mit der linken Hand, ich fange Takt 28. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sind nicht so schwierig. Das Einzige, was du wirklich denken sollst, ist, dass du diese Viertelnoten auf dem 2., 3. und 4. Schlag klangvoll spielst, also dass sie richtig so herausstechen. Jetzt zum Pedal. Am Anfang, die ersten 5 Takte, wechselst du das Pedal immer mit der linken Hand. Ich spiele es einmal vor. Hier das Pedal nehmen. Und hier wechseln. 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 Wechseln.
abwechseln auf 1, Takt 28. Und jetzt immer mit der Melodie, also mit dem Melodieton. Also hier wechseln, 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 wechseln. Also links auch wechseln. Vier Takte, Takt 28 bis 31, wechselst du viermal im Takt. So mache ich das mindestens. So, wir sind schon durch. Das ging ja rasch für mein Empfinden. Ja, und nächstes Mal schauen wir, wie es weitergeht. Tschüss!